So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Together World of Warcraft. Das letzte Mal haben wir ja noch Level 58 gemacht und jetzt brechen wir auf in die Scherbenwelt und ach ja, der Chris ist natürlich auch wieder mit dabei, wie immer. Hi Leute. So, ich befinde mich hier gerade im Magierviertel, der Chris ist irgendwo in meiner Nähe, ich sehe ihn bloß nicht wegen anderer Server und so und ja. Wir machen jetzt gleich unseren ersten Schritt in eine andere Welt. Also, Chrissy, bist du schon am Portal oder? Ja, ich stehe schon am Portal. Okay. Ich drück jetzt drauf. Auf geht's. Let's rock this shit. So, willkommen auf der Höllenfeuer-Halbinsel. Na, sah aber gleich mal vom Battle.net getrennt. Ja, hat's mich auch gerade. Keine Ahnung. Ja, spinnt der Battle.net wiederum. Solange es uns nicht aus dem Spiel raushaut, ist das alles kein Problem. Also, wunderschön hier in dieser tollen Einöde. Alles so schön rot in rot. Und das ist eigentlich jetzt schon der Tanant-Dings-Dschungel offen? Nee, der ist noch nicht offen. Das dauert noch bis 6.2. Gut, jetzt dachte ich schon, ich hätte was verpasst. Kannst du eigentlich inzwischen schon finstere Absichten buffen? Ich glaube nicht, nö. Ich habe auch nach wie vor noch nur den Segen der Könige. Oh, und da ist unser guter alter Freund, der Teufelsherrscher. Weißt du was? Viel Spaß, da kannst du noch bis Level 82 warten. Haben sie den echt so spät erst reingepackt? Ja. Ui, heute haben wir einen Sichelmond. Wie schön. Ja, heute mal ausnahmsweise ohne Webcam und über Teamspeak. Ja, nachdem uns die Webcam das letzte Mal ein bisschen abgekackt ist, haben wir momentan immer noch keine Alternative dazu gefunden, außer das Ganze über TS aufzunehmen und mal ein kleines bisschen Pause von der Webcam zu nehmen. Als ob sich die Leute drum schlagen würden, dass wir uns sehen können. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. So eine Webcam hat zwar schon was, aber ja, ganz ehrlich, da ist nie wirklich sonderlich viel passiert. Außer vielleicht mal ein paar kleine epische Aktionen. Zum Beispiel dein Bruder. Ja. Oder. Okay, das war's eigentlich schon. Deine akrobatischen Meisterleistungen darfst du nicht vergessen. Auch wenn man die nur zum Teil gesehen hat. Ah ja, und die Reaktion auf unseren epischen Vogel. Es ist schon ganz schön viel Scheiß passiert bei uns. Also der Vogel, das hat mich ja... Oder auch das mit dem Loch. Das mit dem Loch ging aber auch ohne Webcam. Hatten wir die in der Folge überhaupt laufen? Ich meine schon. Ich glaube ja, aber da war das Hauptaugenmerk halt auf den Scheiß mit meinem Charakter. Ja, dann. Nur noch zwei Level und wir können fliegen. Ui. So, wir dürfen Metall und Holz einsammeln und wir müssen Höllenorks töten.
Wenn Marmor, Stein und Eis entbricht. Dann braucht man Holz und Stein und Eisen. Ich sehe schon, da ist schon wieder ein Haufen Leute unterwegs. Ich verstehe es nicht, wieso immer, wenn wir questen. Wieso? Dem klaue ich jetzt hier erstmal ein paar da. So wie ich sehe, will der da eh nur looten. Hat gerade ewig nicht mehr Parler gespielt. Nett, der ratzt ganz schön rein, der Hexenmeister. Haben ja im Low Level auch ordentlich gebufft mittlerweile. Ja, nicht schlecht. Ich meine, mittlerweile gibt es ja einen Chaosblitz ab Level 10. Sobald man Destro skillt. Beziehungsweise hat man in der Demo-Form, wenn man Dämonologie skillt, auch gleich alle dämonischen Fähigkeiten. Ich glaube, der Typ hat den Disconnect. Ich glaub's auch. Der kniet immer noch da und blutet das Holz. Es ist so schwer. Und beim Anheben dann. Da springt er mit seinem schwulen Feendrachen durch die Gegend. So schwul finde ich den gar nicht. Ich finde den eigentlich ganz cool. Und wenn er nicht fliegt, finde ich ihn schwul. Meins. Sie haben zwar das Schild des Rächers ein bisschen genervt mit dem 6.0-Patch, aber dafür haben sie das Schild der Rechtschaffenen gebufft. Zumindest im Single-Target ist das Schild der Rechtschaffenen stärker. Aber gut, Schild des Rächers war im Low-Level damals auch übelst übertrieben. Stoff mit Willenskraft ist gedroppt. Nett. My Chaos Bolt in your face. So, ein paar Orks brauchen wir noch. Ja, jetzt müssen wir nur noch looten, ne? Naja. Ja, da liegt ja noch auf dem Zeug rum. Sofern uns die anderen Spieler das Zeug nicht wieder wegschnappen. Tja, das ist so eine Sache. Ach, da liegt eine Menge. Was du nicht sagst. Ich brauche noch 4 Holz. Ich brauche noch ein Holz und 4 Metall. Holz, 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 Holz. Ui, Holz. Mein Todesstoß. Und mein Holz. Jetzt weiß ich, wieso. Du kommst ein bisschen abgehackt drüber. Komisch. Immer noch? Du stockst auf einmal mitten im Wort oder mitten im Satz und dann kommt nichts mehr. Hä? Ist nur manchmal, aber wollte ich dir nur mal so sagen. Wer weiß, vielleicht bin ich gar nicht Christopher. Jetzt kommen wir bloß nicht mit Manuel Neuer. Nee, ich wollte mir jetzt was anderes einfallen lassen. Mir hängt der noch Manuel Neuer Scheiß auch zum Hals aus. So, ich bin fertig. Was brauchst du noch?
Ich bin fertig und gib ab. Ja gut, dann können wir beide abgeben. Ich glaube, ich kann meine ganzen Heiltränke jetzt mittlerweile mal verkaufen. Buff mal nochmal, ich habe keinen Buff gekriegt. Ja, mache ich vorne, wenn wir ab die Quest Ja. abgeben. Okidoki. Und da gibt es schon die ersten Belohnungen aus der Scherbenwelt, wobei da erstmal nichts für mich dabei ist. Bei mir ist alles rot. Ja, ganze Account Equipment da, das ist halt einfach besser. So, jetzt kriegst du hier deinen Buff. Ups, jetzt habe ich versehentlich den NPC gebufft, weil ich den nur im Target hatte. Jetzt so, geht's doch. Sorry. Machen wir die nächste Quest da hinten auch gleich. Das Anzünden. Yep. Ich mag den Himmel hier auf der ganzen Höllenfeier-Halbinsel so sehr. Ja, der macht grafisch schon ganz schön was her. Auch wenn man bedenkt, dass das Ganze mittlerweile gut 7, 8 Jahre alt ist. Ich frage mich, was sich die ersten Spieler damals gedacht haben, als sie das erste Mal in die Scherbenwelt gekommen sind. Die haben das hart gefeiert. Ich finde auch den Pfad des Ruhms so geil gemacht mit den ganzen Skeletten und so, ne? Ja, da gibt es ja später eine Quest, wo man die alle reinigen darf. Ja, mit diesem Brennerwasser da. An der Quest finde ich insgesamt ja nichts auszusetzen, aber das Einzige, was ich an der nicht mag, ist, dass das Quest-Item 10 Sekunden Abklingzeit hat. Ja, du stehst dann ewig neben dem Knochenhaufen und musst warten, bis du cooldown bis du wieder ready bist. Der Typ stirbt, bevor ich Schattenbrand einsetzen kann. Der ist auch tot. Niedergeknüppelt hat er ihn. So, letztes auch angebird. Dann gehen wir wieder zurück. Yay, Roboschreiter. Ich habe inzwischen auch schon Inzwischen auch. meinen 20% Reitspeed Buff. Ich überhole dich also sowieso. Ups. Bei den Mobs da unten muss man schon vorsichtig sein. Sind Ja, die Level sind ganz schön aggro. 63. Ja. Da bin ich schon des Öfteren gestorben. Hey, wir haben Klassik hinter uns. Ach, leck mich, du blöder Eber. Ja, die Classic-Zeit ist jetzt weg. Ab jetzt kommen nur noch Burning Crusade, Wrath of the Lich King, Cataclysm. Dann haben wir noch Mists of Pandaria und zum Schluss noch Warlords of Draenor. Und wenn wir bis dahin noch irgendwann Level 100 sind, dann wären wir dann sogar fertig. Aber ich glaube, bis dahin steht das nächste Addon schon wieder vor der Tür.
Wahrscheinlich schon, das ist so ein Endlosprojekt. Worauf haben wir uns hier nur eingelassen? Der Typ hat nicht mal Plattenrüstung zum herzugeben. Also echt, hey, was sind das für ein Saftladen? Ja, dafür gab es zuvor beim anderen so viel Platte, ne? Na gut, gehen wir rüber zum anderen Posten. Ich bin jetzt eh gleich Level 59. Sing to me. Ich bin bei 99%. Zumindest laut EP-Balken. Ich würde das eher als 98,5 bezeichnen. Vielleicht auch 0,3. Recht dehnbar. Oh, machen wir mal schnell einen Pfad der Pein. Killen da ein paar Viecher. Moment mal, das sind jetzt alles Dämonen. Das heißt, ich kann die jetzt mit meinem heiligen Zorn stunnen. Das ist ein Dämon, ich kann ihn versklaven. Kannst du machen. Das meins! Na dann, viel Spaß damit. Level up. Getötet. Dungeon freigeschaltet. Blutkessel. Und hast du Spaß mit deinem Infernal da? Oh yes. So, zwei von denen noch und dann haben wir das auch schon wieder hier. Okay, sind wir schon wieder fertig. Ja. Wie lange rennt ihr das Viech jetzt noch hinterher? Nur 4 4 Minuten. Minuten. Genau. So. Das war ein Level Up, was ich Level gehört up. habe. Level Up? Jo. GZ. Merci. 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 Bitte nicht zu singen anfangen. Dankeschön, Dankeschön. Beruhigt euch wieder. Was, alle Orks hier gerade tot oder was? Der Klassiker. Braucht nur einen verfluchten Talisman. Da ist er schon. Hab ihn. Sind so Quests, die man hier im Vorbeigehen machen kann. Nehmen wir mit. Leider geben die meistens nicht sehr viel EP. Ja, dafür eine Folgequest.